Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich bin in der Eduel, holt mich hier raus. Heute habe ich mal wieder ein Replay von mir selber, weil ihr merkt ja, das kam jetzt ein paar Wochen nicht, das Ding. Das liegt daran, dass Riot das ganze Replay-Verfahren ein bisschen erschwert hat. Replay.gg gibt es nicht mehr. Auch die ganzen neuen Seiten, die ich ausprobiert habe und so weiter, die ja funktionieren alle nicht mehr wirklich. Aber heute haben wir hier ein feines, sahniges Gameplay von mir. Und zwar bin ich mit Varus am Start. Jetzt auch gleich die erste wirklich relevante Szene, denn die Laning Phase läuft eigentlich echt gut. Wir haben gute Pressure gehabt, wir haben die Gegner outtraded. Und das, obwohl es ein Malzahar MF ist, aber Malzahar MF ist eine super starke Lane. Und hier forcen wir sogar seinen Flash. So, man mag jetzt denken, ja geil, die Lane, die läuft ja richtig Zucker. Tut sie auch, aber dann passiert gleich was eher Unschönes. Dieses Video steht auch so ein bisschen im Zeichen oder mit dem Motto, 95% reichen nicht. Denn in diesem Spiel habe ich 95% des Spiels echt gut gespielt und mir echt immer Gedanken gemacht, was denn passieren kann und was nicht. Und in den 5%, in denen ich es nicht gemacht habe, habe ich das Spiel verloren. Hier zum Beispiel jetzt war der Malzahar super low, hatte keinen Pot mehr und hat keinen Flash mehr. Mein Gedanke war, okay, der muss Base gehen. Er war übel lange Mist, ist auch Base gegangen, hatte ich zumindest gedacht, chillt aber in den Busch und deswegen sterbe ich. Ja, einfach nur, weil ich nicht an die individuelle Situation gedacht habe. Mein ganz normaler Gedanke war, routinemäßig, okay, der gegnerische Support hat 100 Leben, hat keinen Flash, hat keinen Pot. Natürlich geht der Base. Was soll denn sonst möglich sein? Und im Endeffekt kriegt Jayco jetzt hier auch den Double Kill. Also es war nicht ganz so tragisch, aber trotzdem. Wobei, kriegt er den Double Kill? Ja, er kriegt ihn, aber er stirbt noch. Trotzdem hätte ich mir denken müssen, okay, könnte der Malzahar vielleicht auch im Busch warten? Weil das Ding ist, gut, dass das von der Jenna auch komplett geboostet war, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das Ding ist, dass die Malzahar Passive ihn ja in einem Busch eigentlich saved vor zum Beispiel meinem Q-Snipe oder so. Des Weiteren wusste ich nicht, ob sie hier einen Pinkboard drin haben oder nicht. Wir können ja nochmal zurückspulen. Und im Endeffekt hatten wir mit Jenna auch einen sehr ungefährlichen Support für ihn. Hätten wir einen aggressiven Supporter gehabt, der jetzt hier bei diesem All-In den Malzahar direkt hätte bursten können, dann wäre das nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen. Aber hier sieht man es. Wir haben überhaupt keine Vision in diesem Busch und er ist natürlich, er will natürlich Base gehen, kriegt wahrscheinlich in der letzten Sekunde den Call von der MF, so von wegen, ey Bro, chill doch einfach mal in dem Busch. Und ja, daran habe ich einfach nicht gedacht. Ich habe einfach nicht gedacht, okay, was wären denn alle Möglichkeiten? Sondern ich habe einfach nur blind gedacht, geil, die MF, die steht ja alleine da, chasen wir die MF mal und können sie töten. Ich dachte, oh, ich bin clever und wurde einfach nur gerippt. Unlucky. So, die nächste Aktion, im Prinzip wieder gleiche Sache. Ich habe einfach nicht daran gedacht, was alles passieren kann. Und zwar, genießt diese Situation erstmal. Hm, sah nicht. Malzahar ult into Lee Sin Q. Viel Outplay-Potenzial. Ja, Sola, sei doch nicht immer so streng zu dir. Was konntest du denn da anders machen? Doch, das war komplett boosted von mir. Und warum? Das zeige ich euch jetzt. Gucken wir einfach mal zurück. Die Beweislage quasi war nämlich folgende. Wir sehen, dass Ryze, ich kann ja mal auf meine Vision swappen. Wir sehen, dass Ryze in der Mitte getötet wird, so. Ist natürlich eine Frage, warum er hier steht ohne Vision. Aber trotzdem, er wird getötet. Das heißt, wir wussten, dass die hier sind. Wir wussten auch, dass die jetzt nicht mehr da sind und ein Mist sind. Wir wissen auch, dass der gegnerische Malzahar eine Ulti hat, mit der er R drückt und mich halt 2 Sekunden lang komplett CC't. So, jetzt sehen wir sie sogar hier in dem Jungle. Und was mache ich? Anstatt jetzt mich zu fucking pissen, weil es ist ein 2 gegen 4 mit einem Malzahar, denke ich, ja, der Malzahar ist ja low HP. Und selbst jetzt, als ich ihn hier bei diesem Ward gesehen habe, den Lee Sin, dachte ich mir noch, gut, der Malzahar hat noch 500 Leben, den kann ich vielleicht irgendwie sneaky umbürsten. Nein, das ist ein Malzahar. Wie willst du einen Malzahar outplayen, Sola, du dummes Stück? Ja, mein zweiter Tod, weil ich wieder für 5 Sekunden lang einfach nicht alle Faktoren mit einbezogen habe. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir die Lane nicht gestompt haben. Ich meine, ich bin immer noch 15 CS vorne in dieser Situation hier. Und die MF hat 2 Kills, einfach nur, weil ich 2-mal gebrainlaggt habe. Und auch in der nächsten Aktion kann man sich jetzt vielleicht schon denken, ist mein Brainlag ein kleines bisschen schuld an der ganzen Sache. Erstmal aber beginnt diese Situation mit einem relativ guten Trade für uns. Und zwar gehen die Gegner jetzt hier relativ aggro. Der Lee Sin kommt. Und das habe ich gut gespielt. Er wollte mich hier mit hochkicken. Ich flash weg. Wunderbar. Die Gegner diven jetzt ein bisschen greedy, einen Varus zu diven. Ja gut, funktioniert so semi-gut, wie man sehen kann. Ich kriege den Lee Sin Kill. So, der Malzahar hat jetzt Turret aggro. Ich will den Malzahar snipen. Er flasht den Q. Wunderbar. Aber jetzt grade ich wieder dumm rein und habe überhaupt nicht im Gedanken, gut, hat der Malzahar vielleicht noch Ultimate? Ja, hat er noch! Und dann opfer ich meinen eigenen Supporter. Einfach nur, weil ich auf den Malzahar gegreedet habe und mir dachte, gut, die haben uns gerade gedived. Der Dive hat nicht funktioniert, als ob der Malzahar noch Ulti hat. Ja, das ist vielleicht in 90% aller Dives so. Aber warum denn nicht einfach mal eine Sekunde nachdenken, um dann zu realisieren, nee, warte mal, der hat ja noch Ulti. Und dann gegen eine MF so reinzuchecken, ist natürlich dann eher dumm. Dass die Jenna so
aufopferungsvoll war. Das ist natürlich nice für mich, weil ich stehe jetzt 2-2, kann sagen, ha, Jenna fucking Feeder. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber ja. Dash war einfach nur done. Und mein nächster Tod. Schaut euch das mal an. Schaut euch das an! Ich port auf einem fucking Ward! Dann denkt sich die Oriana, ja, nice. Den nehme ich mir doch gerne. Und ich denke mir, bitteschön. Ich hasse mein Leben. Die Situation ist aber overall trotzdem sehr, sehr gut ausgegangen. Wir hatten jetzt hier auf der Botlane eine Überzahlsituation, wodurch sich mein Team den Pantheon sichern konnte. Und ich habe jetzt den Mitteturm gepinkt. Der Mitteturm war komplett free. Wir haben top eine Wave. Wir hätten jetzt 2 Türme holen können, ja? Was das Team aber macht, ist komplett greeden und sich im 4 gegen 4 einfach nochmal richtig schön durchnageln lassen. Weswegen die Gegner 4 Kills kriegen. Und ich natürlich in der Situation ein kleines bisschen getiltet. Denke mir einfach nur, ach komm. Haltet doch einfach alle eure dumme Maul, Kackscheiß-Bar! Und pusht die Mitte weiter. Natürlich nicht im Kopf, dass die Gegner einen Pantheon haben, der vielleicht auch auf meinen Kopf springen kann. Oh, was tut der Pantheon? Er springt auf meinen Kopf. Ja, das ist aber unerwartet. Da, ADC in 2K17, aber trotzdem, mein Tod war dumm. Der Call von mir, Mitte zu pushen, beziehungsweise Top Mitte zu pressuren, war halt der Beste. Der war halt super nice. Hätten wir einfach nur die beiden Türme geholt, anstatt da Bot zu suiciden, hätten wir das Spiel wahrscheinlich turnen können. Wir sind jetzt hier gerade 4K hinten. Hätten wir das nach meinen Regeln gespielt, quasi locker 2K vorne nach diesem Fight oder nach dieser Situation. Aber, hier ist wieder der Knackpunkt. Ein richtiger Call ist nicht zwangsläufig der bessere Call, wenn dein Team nicht folgt. Wäre ich nämlich hier unten beim Chase dabei gewesen, ich meine, wir können uns das ja ganz nochmal kurz angucken. Wäre ich da nämlich dabei gewesen, dann hätte ich da wahrscheinlich durchaus noch was reißen können. So, ich bin jetzt quasi hier auf der Höhe. Ich wäre jetzt ungefähr hier so. Ich wäre ungefähr hier. Also ich wäre jetzt noch nicht ganz dabei. Das Rise Teleport war komplett boosted, so da braucht man nicht drüber streiten. Aber ich wäre jetzt. Jetzt wäre ich so langsam beim Teamfight dabei. Das heißt, ich hätte hier vielleicht einen schönen Q auf den Malzahar treffen können. Der wäre down. Dann hätte ich hier eine Ultimate schießen können. Hab noch Heal ready. Also den Teamfight hätte ich auf jeden Fall reißen können für mein Team. Absolut easy. Das macht mein Call eigentlich nicht schlecht. Aber es war trotzdem die falsche Entscheidung, da dann nicht zum Team zu groupen. Weil im Endeffekt muss man immer davon ausgehen, dass in jeder einzelnen Sekunde des Spiels das eigene Team einfach nur suicidet. Und das hat sich hier bewiesen. Und auch die nächste Situation beginnt. Wie könnte man es anders erwarten mit einem Brainlag von mir? Ja? Tower ist low, wir haben uns gerade wieder so ein bisschen aufgerappelt. Ich denke mir, nice, ich push mal den Turret. Woran denke ich nicht, dass sie immer noch fucking Malzahar haben? Der mich einfach flash ultet. Dass die Jenna da so weit weg von mir stand, würde ich hier auch auf jeden Fall ankreiden. Trotzdem ist es für mich keine Grundlage, so weit vorne zu stehen. Wir werden hier komplett ausgelöscht. 5:0 Ace. Das lag jetzt natürlich nicht nur an meinem Catch, aber auch. Ja, und damit haben die das Game dann auch noch nicht gewonnen, aber eigentlich in unwiederholbare Reichweiten gesnowballt. Also nochmal hier das schmerzhafte Play für euch kurz. Mein Gedankengang war da auch wieder gut. Ich habe eine Jenna. Der Malzahar hat nicht sein Schild, da kann gar nichts passieren. Ist an sich auch richtig. An sich wäre das wirklich auch wieder der richtige Gedanke. Weil die Jenna, die müsste theoretisch wirklich einfach nur hier bei mir stehen. Wenn der Malzahar nämlich Flash ultet, dann kann sie ihn einfach wegulten. Was die Jenna aber macht, ist sich hier aus irgendeinem Grund nach unten bewegen. Das ist nicht mein Fehler, dass sie sich von mir wegbewegt. Mein Fehler ist es aber, in Flash Malzahar Ult Range zu sein, wenn ich weiß, dass Jenna mich nicht protecten kann. Und dementsprechend Peng. Tot. Schade. So, das grande Finale oder nicht so grande Finale ist dann auch nicht wirklich spektakulär. Der Pantheon ultet, drückt W und ich sterbe. Heftig, oder? Ja, aber auch da muss ich sagen, ganz, ganz viele Punkte in diesem Spiel. Ich werde euch jetzt einfach im Hintergrund hier das Ende mal zeigen, so. Ganz großer Punkt, ich hätte mir eine QSS kaufen sollen. Ich hätte mir viel, viel früher eine QSS kaufen sollen. Weil von meinen 7 Toten war jeder einzelne Tod durch einen Pantheon W oder einen Malzahar Ult verursacht. Und das hätte ich mit einer QSS einfach so viel besser denyen können. Klar, man hat dann ein bisschen viel mehr mit Edge of Night und QSS, aber wäre hier auf jeden Fall der richtige Call gewesen. Und auch hier muss ich natürlich wieder, einfach nur weil ich gerade ein bisschen salty bin oder weil ich gerade dieses Game, mein Salzgehalt, doch in sehr hohe Reichweite nur hat, nochmal die Jenna loben so. Gucken wir mal an, was die Jenna hier macht. Jenna läuft rein, aha, Jenna verliert 80% Leben für einen Knock-Up. Dass sie mich dann natürlich nicht mehr protecten kann, das ist dann kein Wunder. Ja, wenn ihr Jenna spielt und die meisten Tode in eurem Team habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr irgendwas falsch macht. Trotzdem das Spiel relativ unlucky von mir, wie gesagt. Das Game ging 28 Minuten und in den 28 Minuten habe ich wahrscheinlich, wenn man die einzelnen Zeiten zusammenzählt, 25 Minuten echt gut gespielt. Also wirklich gut gespielt. Mein Farm war nice, wir hatten die Lane eigentlich gut unter Kontrolle. Ich habe viele Qs getroffen, hatte auch sehr viel Schaden in dem Spiel. Aber 3 Minuten des Spiels habe ich mein Brain einfach ausgeschaltet. Immer an verschiedenen Punkten natürlich. Und diese 3 Minuten haben halt ausgereicht, um mir 7 Tode einzuheimsen und um mir jegliche Carry-Chance zu nehmen. Weil das Spiel, klar,
gegen Pantheon, Ori, Malzah ist nicht easy als Varus. Aber das Spiel hätte ich wahrscheinlich auch carryen können. Und das ist auch wieder das, was ihr euch nochmal in den Kopf reinbrennen solltet. Ja, ihr könnt fast jedes Spiel gewinnen. Außer das ist Elohell, ne? Degena, please report. Ich bin der beste Spieler EU West. Jeder, der was anderes sagt, der soll meine Mutti anrufen. Tschüss.